Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und in diesem Video wird man, wie man im Hintergrund schon sieht, ein wenig die Master Chief Collection zu sehen bekommen. Um genau zu sein, habe ich ein wenig in der Halo 2 Anniversary Spielliste gespielt und was gefunden, tatsächlich, ja. Denn das Matchmaking ist momentan noch ziemlich grausam. Also ich weiß nicht, mittlerweile finde ich Geste, letztens, das habe ich heute erspielt, vor jetzt ziemlich spät. Ich glaube so ab um 6 Uhr oder so habe ich das, glaube ich, erspielt. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Da ging es dann, habe ich zwei Matches relativ schnell hintereinander gefunden. Eins davon war dieses hier. Aber ansonsten, und ich glaube jeder, der die Master Chief Collection hat, wird es mitbekommen haben, war es zumindest jetzt am ersten Tag und am zweiten Tag eigentlich auch die ganze Zeit online so gut wie gar nicht spielbar, weil es einfach keine Matches gefunden hat, zumindest bei mir nicht. Ich habe Ewigkeiten gewartet und nee. Und das ist leider nicht das Einzige, was mit der Master Chief Collection los ist. Man muss sagen, dass der Start zumindest relativ verhunzt war, um nicht gar zu behaupten, dass es mit der schlechteste Start eines Halos ever war. Doch, ich glaube, das kann man eigentlich ganz gut sagen. Weil einfach nichts funktioniert hat, zumindest online. Und es ist ja immer noch nicht alles gelöst. Es gibt auf Reddit Posts, wo sie versuchen, die Bugs so gesagt an 343 mitzuteilen. Und das ist echt Wahnsinn, was dort alles noch nicht stimmt. Geht von Achievements bis hin über Matchmaking und so weiter und so fort. Man stirbt echt schnell hier, wenn man Fortschritt kassiert. Das ist krass. Ja. Das ist aber auch nicht das einzige Problem, das ich habe. Die anderen Bugs habe ich noch nicht so bemerkt, wie gesagt. Da scheint so ein bisschen was mit Achievements und so zu geben, die sich nicht richtig anlocken oder keine Ahnung. Aber anders, abgesehen vom Matchmaking jetzt, habe ich da jetzt nicht so viele Probleme gehabt. Aber das Menü dieser Master Chief Collection ist so grausam, dass es echt ganz aus ist. Es ist wirklich richtig schlimm. Es ist, oh mein Gott. Es wirkt wie, als wäre es 15.000 Jahre alt, die hätte nicht rausspringen sollen, das war dumm. Und sieht auch so aus und lässt sich also von der Menüführung her grausamst. Aber keine Ahnung, wirklich das erste Menü, ich habe ja gedacht, nach Halo 4 schlimmer, vom Menü her geht's gar nicht. Ich wurde leider getäuscht, es geht scheinbar doch deutlich schlimmer. Ich hasse das, hier bin ich in einer scheiß Ecke hängen geblieben. Und dann hat er mich gebrutzelt mit dem Brutzler von Wiesenhof, der eigentlich gar nicht mal so stark ist, muss ich sagen. Also die Schilde oder so macht er relativ schnell weg, aber keine Ahnung, man muss halt gut damit zielen können. Die Shotgun hingegen, die zieht ziemlich rein, wenn man es damit trifft. Ich persönlich bin ja jemand, der mit Shotguns immer nicht trifft. Aber hey, das ist glaube ich auch wieder eine Sache für ein anderes Video. Ich bin froh. Es gibt wieder Eliten. Eliten. Und ich bin ein Elite. Allein schon wie cool der Elite dieses, die bei der Shotgun die Munition reintut, das ist, oh, wehe, wenn es in Halo 5 keine Eliten gibt, aber ich glaube es fast, dass es online keine Eliten geben wird. Ich bin zutiefst traurig, also werde ich hier Halo 2 und Halo 3
nochmal voll und ganz auskosten, wo es noch Eliten im Multiplayer gibt, aber tja. Irgendwie das mit den spielbaren Eliten. Die Eliten haben schon die Leute. Die waren einfach zu gut, die Eliten. Ja. Viel zu viele Leute vergrault. Na. Also einfach so, bam. Ja, ihr wisst schon. So, also ich habe bisher nicht alle Maps gespielt, hauptsächlich Wizard. Wizard kommt ziemlich oft dran. Das ist auch die Map, die hier gerade im Hintergrund zu sehen ist. Zanzibar habe ich einmal kurz gespielt in 4 vs 4 und oh mein Gott, war das schlimm. Das war so langweilig, weil die Map einfach viel zu groß ist für 4 vs 4. Die Spielliste selbst ist ja eigentlich 5 vs 5, aber sie startet auch, wenn weniger Spieler da sind. Also man bekommt auch oft 3 gegen 3 oder eben 4 gegen 4 und nicht 5 gegen 5. Und bei 4 gegen 4 Zanzibar ist einfach nur... Nee. Zudem muss ich feststellen, dass Zanzibar laggt. Wenn man in die Mitte schaut bei Zanzibar, dann geht die Framerate runter und zwar merklich. Also hat mich sehr irritiert, deswegen mag ich die Map jetzt nicht mehr so gern hier. Mal sehen, vielleicht wird das auch noch gepatcht, ich bezweifle es, aber naja. Was mir auch noch aufgefallen ist, wo wir gerade bei Lag sind, im Kino, wenn man selbst ist, hat zum Teil auch das Gameplay so komische Sprünge. Auch so Mikro-Lag, so kommt es einem vor. Ziemlich komisch. Tja, ich bin selbst noch ein ziemlicher Noob, musste ich feststellen. Ich habe relativ auf die Fresse bekommen in den Matches, in denen ich gespielt habe. Das hier lief jetzt so ein bisschen besser. Okay, auf die Fresse bekommen stimmt nicht ganz. Ich hatte schon, bin eigentlich schon meist immer positiv gegangen. Aber es lief nicht ganz so locker wie jetzt in Halo 4 oder so. Und ja, keine Ahnung. Da, das Match hier lief ein bisschen besser. Armor habe ich sogar noch geschafft. Dank der Shotgun. Ganz cool, ganz cool. Sonst, es wirkt immer so, als hätte das Spiel lange Ladezeiten, wenn die Matches starten, aber man muss feststellen, in der Lobby lädt das Spiel nicht mehr. Also früher war es ja immer so, dass es in der Lobby bereits geladen hat, also die Maps, und dem ist jetzt nicht mehr so. Deswegen wirkt das immer länger, aber ja. Alles in allem eigentlich ganz cool, das Game wird funktionieren. Ich hoffe, dass da jetzt einiges an Patches gemacht wird. Serverseitig sollen sie jetzt ein bisschen was ausgebessert haben, am gestrigen Tag schon bereits. Und heute hat es dann, wie gesagt, das erste Mal zweimal bei mir hintereinander funktioniert. Muss man genauer testen, ob das auch weiterhin so bleibt oder ob das jetzt nur ein Einzelfall war. Und ansonsten, wenn es funktioniert, ist es echt ein cooles Game. Und das waren so meine ersten Eindrücke. Es ist mehr auf dem Weg an Videos. Ciao und tschüss, sagt der Quer.